Herzlich willkommen zum letzten Modul, zum gemeinsamen Arbeiten, in der Fachsprache Social Collaboration genannt. Episode 1, heute Wikis. Hier geht es darum, wie können Sie eigentlich mit anderen Kommilitonen zusammen an Textdokumenten arbeiten, und eine Möglichkeit ist es, Wikis zu nehmen. Sie alle kennen das Problem, man fängt an, ein Dokument zu schreiben und schickt sich das per E-Mail hin und her, und irgendwann mal hat man es jemandem geschickt, arbeitet selber an seinem eigenen Dokument weiter, dann kriegt man plötzlich das alte Dokument bearbeitet von dem Kommilitonen oder Kommilitonin, und zwischendurch gibt es noch eine andere Version, die lang geschickt wird. Das endet so ein bisschen im Chaos. Dafür gibt es Wikis. Wiki kommt aus dem Hawaiianischen, Wiki heißt schnell, und ist ein asynchroner, kollaborativer Webspace, das heißt, es ist eine Webseite im Netz, die Sie bearbeiten können. Andere können das parallel zu Ihnen auch mit bearbeiten. Und bereits veröffentlichter Inhalt kann beliebig verändert werden. Das Beispiel, das Vorzeigebeispiel für ein Wiki ist Wikipedia. Das ist selbst auch ein Wiki. Und wenn wir uns mal hier einen Begriff aussuchen, Wiki zum Beispiel, dann wird uns das hier einfach mal erklärt. Und auch hier steht wieder Hawaiianisch für schnell. Das Interessante bei solchen Seiten auf Wikis ist, dass man das nicht nur lesen kann, sondern man kann es auch bearbeiten. Wenn ich auf Bearbeiten klicke, habe ich sofort Zugriff und könnte nun diese Seite auf Wikipedia bearbeiten und verändern. Hier sieht man so kleine Tüdelchen, die erkläre ich gleich. Die sind dafür da, dass etwas zum Beispiel fett ist oder dass ein Sprung auf eine andere Seite erfolgt. Wiki kann man also vergleichen eigentlich mit einem Content-Management-System, wie wir es in den letzten Modulen auch schon mal kurz erwähnt haben. Ist aber prinzipiell ein bisschen einfacher zu nutzen, wenn man einfach Seiten hat, die neue Seiten erstellen kann, und dann fangen alle an, wild loszuschreiben. Das kann natürlich auch in einem großen Chaos enden. Strukturieren tut man dadurch, dass man neue Seiten erstellt und dann die verlinkt. Also Sprungmarken setzt, und die Benutzerverwaltung unterscheidet sich je nachdem, wie man das Wiki aufsetzt. Es gibt Wikis, die sind ganz offen, da kann einfach jeder mitschreiben. Es gibt halboffene, da muss man sich erstmal anmelden und dann darf man mitschreiben. Es gibt auch geschlossene, die sind dann einfach nur für die Leute zugänglich, die auch den Zugangscode kennen. Man kann sich benachrichtigen lassen, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, zum Beispiel per Mail oder aber auch, wie immer, mit unserem Klebstoff des Web 2.0, den RSS-Feeds. Es gibt wirklich über 100 verschiedene Wiki-Software-Produkte, die sind teilweise Open-Source, die meisten sind Open-Source, aber es gibt auch proprietäre, also kommerzielle Programme, wo man den Quellcode nicht sich herunterladen kann. Es gibt sogenannte Standalone-Wikis, die laufen für sich, und andere Wikis sind eingebunden in andere Applikationen, zum Beispiel in StudIP haben wir auch so ein kleines Wiki. Man kann auch unterscheiden nach dem Wiki-Konzept. Eigentlich das, was Sie in der Landschaft so sehen im Netz, sind meistens herkömmliche Wikis. Es gibt auch sogenannte semantische Wikis. Ein Beispiel dafür wäre Kiwi, Knowledge in a Wiki. Das ist ein sogenanntes semantisches Wiki. Das heißt, da werden nochmal semantische Informationen zu den einzelnen Seiten gespeichert. Das kann ganz spannend sein, und für die Experten unter Ihnen, schauen Sie es doch mal an und berichten uns. Wir halten uns mal heute an die einfachen Wikis, und wenn man sich jetzt überlegt, ich möchte jetzt gerne ein Wiki einsetzen, welches nehme ich denn nun eigentlich? Es kann sein, dass es halt schon eingerichtet ist. Wenn Sie in zum Beispiel StudIP unterwegs sind, dann gibt es auf den Seiten gibt es dort Wikis. In den Veranstaltungen, gehen wir mal in die Veranstaltung hinein. Und da gibt es hier ein kleines Wiki. Und da haben wir einfach mal einen Test gemacht, hier, wirklich auf Bearbeiten. Ja, dann
kann ich das? Verändern und eine neue Seite. In diesem Wiki zum Beispiel muss man den Link auf eine neue Seite durch so ein komisches Camel Case Wort erzeugen. Das ist rot, das bedeutet, diese Seite gibt es noch nicht. Wenn ich jetzt auf diese Seite draufklicke, komme ich auf die neue Seite und kann hier weiterschreiben. So, jetzt haben wir hier eine neue Seite und wenn wir wieder auf die erste Seite kommen, können wir jetzt hier hin und her spielen. Das Wiki in StudentIP ist sicherlich recht rudimentär. Es gibt eine sogenannte Wiki-Matrix, da kann man ganz, ganz viele Wikis miteinander vergleichen und sich dann hier anschauen, welche Wikis vielleicht für einen in Frage kommen. Und das wohl am meisten genutzte und bekannteste Wiki ist das sogenannte MediaWiki. MediaWiki ist das System, mit dem Wikipedia umgesetzt worden ist. Und dann kann man das vergleichen mit einem anderen Wiki, nehmen wir mal das Produkt. Und dann kriegen wir so eine Matrix zu allen verschiedenen Kriterien. Hier nochmal ein Überblick. Sehr, sehr viele Wiki-Engines, also Wiki-Software.